Herzlich willkommen, liebe Leute, zum neuen Part von Let's Play Team Sonic Racing. Level 2-3, damit geht's jetzt weiter. Schönen guten Tag aus, heute spielen wir mit dem Charakter Big. Ja, weil wir so big sind, hahaha. So, wie immer bei den Zwischenszenen, blend ich mich aus. Ja, unser rätselhafter Gast wisst ihr ja schon. Botschaften in andere Dimensionen schicken. Beeindruckend. Jetzt erst einmal aus, erst jetzt hört. Ich bin der coole Junge von nebenan. Ja, Discord ist auch am Start. Nach allem, was ich soll ich Glitterforce gucken? Mit einem schelmischen Tanuki sicher aufnehmen können. Jetzt wird auch angesagt, wer gerade spricht. Was sagt mir, hey, mir ist langweilig, wieso dann nicht Discord auch im Voice haben? Und heute ist es so bei den zwei Aufnahmen, die ihr jetzt morgen sehen werdet. Oh, nur bei denen. Halbe Stunde. Warum sind Affen stärker als ich? Das ist irgendwie, glaube ich, eine Blamage, oder? Oh, das ist Grand Prix Team. Das heißt, das sind vier Rennen hier. Da bin ich mal gespannt, wie ich mich das sagen werde. Weil ich Team Sonic Racing. Habt ihr von uns mal gehört? Wie findet ihr das? Andi oder Sophie? Was? Team Sonic Racing. Ich hab davon noch nie gehört. Ist nicht. Was ist das? Kennt ihr nicht Team Sonic Racing? Doch, das Spiel kenne ich aber nicht. Nein. Einfach mal meine Splatter so anschauen. Brauch Spiel ich das ist wissen? Cool. Weil damals dieses Sonic und Sega All-Star Racing, was für Tablets gab, das war so ziemlich mein erstes Spiel, was ich damals gespielt habe auf dem ersten iPad. Deshalb hat dieses Spiel hier irgendwie gerade übelst die Nostalgie, you know. Und deshalb wundert mich, wenn voll viele Leute das Spiel einfach nicht kennen. Sniper-Bombe? Full Body Explosion. Und die Steuerung davon ist halt komplett anders wie die auf der Switch bei Mario Kart. Und da ist dann immer heftiges Umgewöhnen. Und ich habe vorhin erst Mario Kart Sim gemacht, liebe Leute. Deshalb bin ich hier gerade auch so schlecht drinne. Da einfach. Nicht wundern, wie bitte? Ich finde die Stages hier so. Ich finde das ist krasse, weil diese Mario Kart Tour. Ja, nicht Mario Kart Tour, sondern Team Sonic Racing hier. Das ist ein Story-Modus gibt. Auf Rennspielbasis. Wo man verschiedene Rennen lösen muss. Und so verschiedene Gimmicks wie Fahrer durchs Reifen oder sammel genügend Kreise ein, so Stuff. Und das ist echt cool. Das vermisst es bis in Mario Kart 8 Deluxe oder Mario Kart 8 oder generell. Dass sie da nicht so als eine Mission oder so eine Art Story-Modus haben. Und das ist eine Sache, die ich in dem Spiel echt cool finde. Und jetzt auch wieder mit Facecam cool finde. Ich bin gerade best. Was bist du? Best. Ja, moin. So, es wird gerade dritter, aber das wird es bald hoffentlich ins Positive umändern. Also die Stats ist ja mal mega geil hier. Also die gefällt mir jetzt schon heftig. Muss ich es jetzt nur sagen? Ah, Monster Power hier oder wie? Ja, auch geil. Oh, hell yeah, da ist eine goldene Kiste. Jetzt kriege ich wieder Geld. Mein YouTube Money ist da. So. Also ich muss es selbst mal neu sagen, ich bin erst positiv überrascht von Team Sonic Racing. Der fand, dass der Bums hier macht erst Spaß, ne? Und das finde ich krass. Wirklich gut. Weil Sonic Spiele waren ja bis jetzt meist nicht so überzeugend, aber das macht wirklich Spaß. Und hier darf ich nicht drauf fahren, das weiß ich doch. Und so bin ich von ersten auf den achten Platz runter. Auch geil. So, wie viel kostet denn die Kumpel? Aber bam! Der Mega-Drift, in dem ich hier gerade drin bin. Ach, scheiße. Ja, genau. Ich habe es jetzt hier runter so fallen, ey. Das ist doch die reinste Verarsche hier. Ich habe das Level geschafft. Bruder, es war gerade noch erster, jetzt bin ich hier dritter. Ich glaube, ich hole mir als nächstes die Spike. Das ist ja alles Fireless. Ich will erster werden. Ja, verpiss des Knuckles.
Ja, mein Team ist im insgesamt doch gar nicht mal so schlecht. So, eine wunderschöne. Muss ich jetzt schon mal hier lassen. Lupina. Die Stelle finde ich halt so oberkrass geil in dem Spiel. Ja genau, was hat mich jetzt hier von hinten getroffen? Hahaha, lustig. Jetzt bin ich der Dritte, scheiße. Ja, ernsthaft, Lupina schmeckt ekelhaft. Was schmeckt ekelhaft? Ja. Lupina. Was ist das? Ein Getränk, was Justin darstellt gerade. Was? Fünfter? Damit wie bin ich denn auf einmal Fünfter geworden? Ich war doch vorher noch Erster weiß, hier. Jeder weiß, was Lupina ist. Scheiße, ey. Nee, manche Leute haben nicht Nebelnik geguckt. Deswegen wissen sie nicht. Ey, das ist ja nicht mal feierlich hier. Das erste Mal, das ist erst nicht gut geworden, wenn die im Rennen. Ich werde Lupina wieder retten. Liegt an dem Charakter. Der ist nicht gut. Aber ja, wir machen nächstes Rennen. Noch kann man ja alles wieder hier einholen. Nein. Doch. Nein. Tatsächlich, noch ist es möglich. Nein. Oh Leute, ihr nervt mich nicht auf Discord, danke. Nein, doch. Oh. Ist jetzt langsam auch müde. Vielleicht nehme ich einfach nur ein Part jetzt auf und den Rest mache ich morgen. Mal sehen. Wer weiß, wer weiß. Morgen ist Freitag, ne? Ja, ich hab. Ja. Okay. Samstagabend ist immer mein großer Aufnehmtag. Da nehme ich alles ab jetzt für die nächsten Wochen, für immer die kommende Woche ein bisschen vorauf. Also wir können sagen. So gut Deutsch, irgendwie 14 Folgen von dem tollen. Ist das jetzt da ewig lang dran, ey? Was ist denn 14 geteilt durch, was ist denn, 14 mal 20? Jetzt keine Ahnung. Irgendwer bei euch ist ein bisschen gut in Mathe. 280 war es wahrscheinlich. Warte mal, was sind 2x14? 2x14 ist 28 mit 0 ist 280. 280 Minuten. Wie viele Stunden sind 280 Minuten? Eine Stunde 60. 60 plus 60 ist 120. Ach Gott, das sind dann ja. Hilfe. Das sind dann ja 4 Stunden allein Mario Team Sonic Racing, die ich dann zocken musste. Geil. Leute. Okay, ich glaube, ich teile es auf 2 Parte in der Woche auf. Nee, doch in 22 Minuten ist Wochenende. Was los, Sophie? Ich hab gerade. In 22 Minuten ist Freitag. Oder ja, und Freitag ist Wochenende. Ich hab beides sind Freitag hier. Ich nehme das Video und nehme es hier komplett am Abend auf, müsst ihr wissen, liebe Community. Schreibt übrigens, lasst mal einen Daumen nach oben da, wenn ihr sagt, es ist cool und wenn es öfters mal Discord im Voice haben soll. Wenn ihr sagt, nee, das ist scheiße, die Leute sind unsere Partys, dann einfach kommentieren und dann sehen wir weiter. Aber eigentlich finde ich das mal eine nette Abwechslung. Ey, da ist Discord im Voice. Ja, halt während der Aufnahme meine ich jetzt hier halt. Ihr wisst ja, was ich meine. Ich kann jetzt leider auch die Karte irgendwie nicht machen. Weil ich mache ja gerade nur eine Aufnahme, Streamer nicht. Aber meine Stütze ist gerade broken. Ach so. Mist, mein Bein ist wieder eingeschlafen, ey, das ist ja nicht feierlich. Ich glaube, erst aufpassen hier. Also ein einschlafendes Bein, das ist immer kritisch, ne? Leute, ich glaube, wir machen das so. Wir machen einen Video-Channel. Und ja, so. Dann, wo David dann halt reingeht, wenn er aufnimmt, weil sonst irritiert das vielleicht manche Leute. Irgendwer wird das nicht sein. Eine Runde, Alter, jetzt sind wieder Fünfter, was ist denn los? Irgendwie ist Suffers wird es heute nicht alt in diesem Spiel. Ich hab keine Ahnung wieso. Vielleicht mit dem Spiel? Aber es ist nur eine Feststellung hier. However, weil. Ach, eine Back Crossing muss halt auch noch aufnehmen, fällt mir gerade ein. Schuss. Aber das machen wir mal zum Abschluss. Mach es dann. Ah ne, das wird dann Community Part, richtig. Wir nehmen es nicht heute auf den Stream, ist. Oh Gott, wann mach ich das denn dann morgen? Ah, mach es morgen nach. Mach es morgen mit. Ja, morgen Nachmittag, was sein ist.
Ihr habt ja morgen fast alle Feiertag, ne? Ich hab eigentlich nur frei wegen Abschlussfeier. Habt ihr keinen Feiertag oder wie? Oh, Leichnam John. hat nee, ich hab keinen Feiertag. Alter, morgen. Oder bin nicht Feiertag, sondern Brückentag, meine ich. Nee. Ist nicht? Ich hätte wohl Brückentag, aber wir haben den Feiertag pro Leichnam. Alter, wie stark ist das? Alter, ich bin halt einfach gerade hier Achter. Wir haben heute nur einen regionalen Feiertag. Achter? Ich könnte auch irgendwie auf Siebter retten. Aber das ist nicht gut. Einen Feiertag. Wieso soll ich? Den Feiertag, genau, das ist ein Feiertag. Hm? Wieso geht mein Drucker jetzt auf einmal an im Hintergrund? Alles klar, Geist am Haus. David, ey. Mach ja, ist ein bisschen so. Auf einmal geht mein Drucker David, an. Hast du schon wieder Geister beschworen oder wie? Ja. Ja, das hat oh mein David, Gott. Ich hab dir doch gesagt, du sollst mit Inuit oh mein Gott. Sein. David, aber der hört doch nie auf. Leute, das kann echt creepy. Der Drucker ist angegangen und gerade ist hinten ein Poster von der Wand gefallen. David, ich hab dir doch gesagt, du sollst mit das Inuit ist doch kein Zufall mehr. David, ich hab dir doch gesagt, sei vorsichtig, ohne dass du Interpret benutzt. Mein Drucker ist einfach aus dem Nix angegangen. Und ich hab dir noch gesagt, hör auf Geister zu besperren, sonst siehst du die durch dein Heroin. Ja, ich nehm kein Heroin, Paul, ist ja das Schlimme. Der David, ey, der hört doch nie auf. Alter, die Stats sind aber übelst korrekt hier. So voll auf Love and Peace and Freedom. Und dann geht mein Drucker einfach auf. Das Ding ist. Die ist ja wirklich übelst korrekt, auch wenn ich gerade richtig scheiße bin. Ja, ich nehme definitiv nur einen Party vor auf, weil ich gerade so scheiße bin. Die ist ja übelst korrekt. Und irgendwer ist jetzt gerade gegangen. Justin ist weg. Ja, moin. Es ist immer später am Abend und ich merke es immer. Ja, ich werde auch erst müde. Weshalb ist jetzt hier das der letzte Part ist, den ich heute voraufnehme. So, ja Leute, ihr merkt es und ich werde leider müde, weil ich nehme das gerade erst am Abend auf und dementsprechend sind leider auch meine Skills hier inzwischen erst müde. Ich meine, normalerweise wäre es um den Zeitpunkt schon immer erster. Ich bin ein Drucker, das war gerade echt creepy, Alter. Das erinnert mich an den einen Moment in der Folge von Nintendo, wo einfach Google angegangen ist. Also der arme Nintendo, der hat, wenn wir gerade über Nintendo reden, der hat so Pest gehabt mit seiner Amerika-Reise. Ey, der tut an echt leid. Mit dem Flughafen. Dann ging auch noch sein Schreibtisch, das ist kaputt, also der tut an echt leid. Was der an Pest hat hier. Ja gut, ich hatte auch ein bisschen Pest mal hier bezüglich meinem YouTube-Channel. Bei mir ist auch so meine Kapselkarte kaputt gegangen und so Stuff, aber das ist eher ein Pest hat, das ist nicht gleich zu setzen mit dem, was es hat. Also das ist bei ihm viel, viel heftiger. Die States ist echt cool. Aber da ist wirklich der Sau ist wieder vor mir hier. Aber nicht lange. Und so gehört es das. Right now I'm back in business. Und habe meinen Mega Turbo sogar nochmal hier alles überholt. Ja komm, genau jetzt in dem letzten Moment habe ich noch eine überholt hier. Place, verdammt, das heißt. Ich hätte so nötig gehabt, erster zu werden. Aber okay, einen Rennen haben wir noch. Und das machen wir es auch noch. Und das kenne ich doch sogar noch. Wenn mich nicht alles täuscht.
Irgendwie höre ich dich gerade bei mir gerade nicht mehr. Jetzt wieder. Matzba aus dem Nix höre ich dich gerade nicht, weil das ist richtig komisch. Und so ist das wieder. Ja, das hört ja die Sound an. Ah, man gestern ist damit, dass es richtig, richtig krumm ist. Andy Mandy, was machen die dort im Hintergrund? Ich? Ja, was hören? Was hast du denn, du bist ja mir richtig, richtig hardcore leise. Red mal bitte ein bisschen lauter. Ja, ich kann nicht gern lauter reden. Meine Eltern schlafen. Ich probiere dich gleich mal bei mir lauter zu stellen, aber ich verstehe nichts, was du sagst. Im Hintergrund noch ein bisschen One Piece. Warte, ich kann ja auch noch ein bisschen lauter. Ja, jetzt bin ich wieder irgendwo drin, ey, das ist ja hier. Die Strecke ist auch geil, aber die ist, sieht ein bisschen kompliziert aus. Aber ich hoffe, das geht so. Ich bin Dave. Aber es geht. Das wissen wir alle. Ja, das wissen wir alle. Ich würde sowas. Ja! Sei mal hier runterfallen, halt doch dein Maul, du Scheißnutzer, also, ja. Ich würde sowas das lieber nicht. Das habe ich schon öfter gesagt, als du denkst. Sophie, hallo, hörst du mir überhaupt nicht. Mein erster Freund. Sophie, hörst du mir überhaupt einmal zu oder nicht? Danke. Also ich würde sowas lieber nicht irgendwo was sagen, so. Weil eigentlich könnte es auch schon sein, dass dadurch, dass das halt ein Triggerpunkt für jemand anderen ist. Was ist denn das hier für ein States, ey? Der sozusagen raus ist, aber dann dadurch vielleicht wieder reinkommt, dass man das so erwähnt. Alter, was hat mich jetzt dieser Lappen mir so wieder erwischt, ey? Nee. Kinder, schon jemanden passiert, also. Warum machst du jetzt dann noch besser? Ich meine ja nur, gibt's ja nicht zufällig jemanden, dem das mal passiert ist. Was denn? Keine Ahnung, was, ja. Ach, David, ist egal. Ja? Du wirst es einfach nachher im Editing oder einfach mal, wenn du das Video anguckst, hören. Na dann. So, wenn der SMB ist hier weiter, müssen wir irgendwie vor so kämpfen auf dem dritten Platz oder ersten Platz, aber es ist unmöglich! Weil wieder irgendwas hier von hinten trifft, verdammte Axt hier! Ich find's so geil, dass ich im Keller wohne. Also nicht wohne, aber meine Aufnahme macht. Also ich wohne jetzt im Keller, nicht falls das den Leute. Aber so kann ich halt um kurz vor Mitternacht einfach noch rumbrüllen wie sonst was. Und es interessiert keine Sau. Ja, heißt du bist ein Kellerkind oder wie? Nee, eben nicht, ist Paddy nicht im Keller und macht meine Hausaufgaben nicht im Keller. Mein ganzes Schulzeug mache ich oben in meinem richtigen Zimmer. Der Keller ist nur mein Soccer-Room und Freunde-Soccer-Room und all so Stuff. Ja, und wenn man hier mittendrin durchfährt, meint man mal, wäre ein Fortnite bei The Storm. Das ist. Ja, ey, dann würde ich ja auch gerne unten im Keller sein. Ja, das hat Vorteile. Vor allem, aber, im Sommer penne ich oft im Keller. Weil man muss das gut sagen, und das war Aua hier. Normalerweise habe ich. Alle, wir finden Baum hier noch hier! Aber David, Sache ist bei uns im Keller nicht schön. Wir haben richtig fette Spinnen da unten. Diese Kellerspinnen da, wie die heißen. Also wir haben einen glücklich ausgebauten Keller. Und der ist so geil, ne? Im Sommer ist draußen Ass heiß, es ist im Keller richtig angenehm, kühles 20 Grad. So wie ich hier gerade drin bin, das ist richtig geil und angenehm. Und im Winter haben wir Fußbodenheizung. Das heißt, es ist richtig schön angenehm warm da drin. Also so ein Keller ist erst was Geiles. Was ist das hier? Ja, das Ding ist, sozusagen, genau, das ist auch bei uns genauso. Aber das ist natürlich beim Zimmer noch geiler als am Keller. Mein Zimmer ist eine Dachgeschosswohnung, also dementsprechend sehr warm oben im Sommer. Da erlebt sich es kaum. Hausaufgaben mache ich da drin trotzdem. Und pennen manchmal auch, wobei ich jetzt auch öfter im Keller penne, Alter. Ja, was soll denn hier noch alles auf mich gehen, Alter? Es rast komplett hier aus. Hat's denn hier nichts gut gemeint mit mir in den Grand Prix? Muss hier alles so hardcore böse sein und gegen mich sein, also in diesem Grand Prix? Das ist auch immer genauso beim Keller. Im Winter so warm, weil da unten steht die Heizung. Wenn ich da Raum haben will. Dritter, verdammte Axt. Dritter! Ich habe in diese Grand Prix insgesamt nichts gerissen. Das Gute ist, ich wohne ein bisschen weiter unten, also im Untergeschoss, da ist hier nicht so warm, weil die Sonne kann bei mir nicht in den Fenster reinknieten. Wir sind sogar zweiter geworden, auch immer wir das geschafft haben. Ist in Ordnung. Wenn du oben bist, dann merkst du halt, wie warm es denn da wird. Bei uns. Und ich wirklich, weil ich früher immer gerne auf dem Dach wohne, hab dort irgendwie ganze altes Zeugs. Aber ich glaube, hier brauche ich noch ein bisschen mehr, weil das andere ist noch nicht freigeschaltet, oder wie soll man das sehen? Ich denke, hier fehlt irgendwie auch noch was.
Egal, werde es im nächsten Part drum rätseln. Das war's mit dem Part. Macht's gut, liebe Leute. Bis zum nächsten Mal. Und ciao. Und ciao. Und ciao.